So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Bomberman Hero. Nun sind wir in Kanatia Planet angekommen. Das sieht schon vielversprechend aus. Da machen wir mit Hades Quetter. Es ist so heiß. Mein Lebensmeter ist niedrig. Oder es wird niedriger. Wenn dein Lebensmittel geht unter, geh in der kalten Kapsel. Alles klar, hab's verstanden, Piebot. Will er sich umbringen? Zerstöre die Geradenkontrolltürme, um den Ausgang zu öffnen. Was sind diese hier gemeint? Dingen, dingen. Aber es ist auch ein cooles Level. Da fällt man hinunter in die in den Vulkan, meine ich. Ich sehe schon eine goldene. Eine One-Up und eine goldenen. Aber schade, dass das Level so kurz war. Da hätte ich mich so auf mehr gefreut. Nun geht's weiter mit Magma Lake. Achso! Ich hab's vergessen, ich muss doch zum kühlen Kapsel hin. Weil es mich vom Leben abzieht. Aber wo ist diese Kühlungskapsel? Ah, da drüben. Aber das hält mich immer voll auf. Das ist schon mal gute Sache von den Entwicklern. Ah! Schnell, beeil dich. Na toll. Hab's nicht geschafft. Das war nur um ein paar Millimeter. Aber es ist auch ein guter Level, wo man immer unter Druck ist. Aber wie gesagt, ich muss ja überall nachschauen. Oh, das ist jetzt schon ein Vulkanausbruch.
Alter, ich treffe nicht mal die Kiste. Was ist das für eine schickrötigartige Wesen? Nee, ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Aber glaub, solange er seinen Panzer aufmacht. Ihn zerstören anscheinend. Ja, ich muss ihn ja zerstören. Hallo? Hab ich's mir doch gedacht. Ich spring doch gleich in die Kühltruhe. Na toll, wie gewonnen, so zerronnen. Na, spring nicht in die Lava rein. Schon wieder ein Vulkanausbruch. Und ich brauche ja diesen Chip. Ab 4500 müsste vom Punktzahl her reichen. Perfekt. Dann geht's weiter mit Magma Dam. Oh ja, ich muss wieder in die Truhe zurück. Wenn du diese Dam zerstörst, der Box wird verschwinden. Und dann hole diese Item. Ja, okay. Ding, 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 ding. Aber man könnte meinen, es sei Feuerwelt. Lava wird rausspurt, wenn eine Bombe diesen Plattform trifft. Ja, jetzt. Ich hätte es fast vergessen. Das hätte ja fast schief laufen können. So, jetzt sind die Blöcke verschwunden. Das kann ich gut gebrauchen. So, jetzt habe ich einen Schutz. Und hopp. Ausgezeichnet. Aber da gehe ich noch nicht rein. Das kann schon ein Secret sein.
Das ist auch. Ah, spring jetzt nach oben. Ding, 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 ding. Aber da muss ich ja wieder der Dam. Das kann man als Roll bezeichnen oder so. Ah, komm. Zerstör dich. Ding, 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 ding. Oh, eine versteckte Komet. Ding, 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 ding. Aber ich brauche noch mehr Punkte. Naja, das war wieder eine Trap. Ah! Puh, das war knapp. Aber da braucht man 5000 Punkte, um das Level mit 5 beenden zu können. Aber nun machen wir noch den Secret. Hoffentlich geht es mit Schnelldurchgang. Den, 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 den. Hm? Muss ich etwa mit dem Schild da durch? Hm, da bin ich jetzt überfragt, Leute. Aber gut möglich. Das war knapp. Und dann haben wir fast wieder diese Area abgeschlossen. Vielleicht müssen wir alle zwei Dams zerstören. Aber kann ich jetzt durch? Nein, eben nicht. Dun, 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 dun. Ah, jetzt. Logisch, dass man nur einen Stern kriegt oder einen Punkt. So, dann geht's weiter mit Crystal Hole. Naja, das kann man als Kristallhöhle bezeichnen. So wie es aussieht.
Aber wieder coole Level-Design. Also da muss man diesen Entwickler loben. Aber wie komme ich dann nach unten? Ah, die Frage hat sich schon beantwortet. Ah, ihn habe ich ja schon getroffen. Greift er mich an oder wie sieht's aus? So, der steigt hinauf und dann greift er mich prompt an. Autsch. Das hat aber weh, Kollege. Schon wieder großer Gegner. Die sind doch lästig. Das ist eine kleine Version von dem. Oh, ich habe eine erweiterte Energieanzeige gekriegt. Oh ja, fallen bloß nicht hinunter. Doch, das hat er gemacht. Kann ich ihn nicht festhalten? Merkwürdig. Verzweiflung. Ja, das ist jetzt Verzweiflung pur. Warum auch immer. Nein. Ich warte. Na, das ist einer der letzten Stelle. Oder so. Na. Jetzt warte ich lieber hier. Ja, genau. Auch noch ungleichmäßig. Ah, das ist Betrug. So. Nein. Aber wie komme ich an dieser Stelle hin? Ich muss schon bei der ersten Plattform schaffen. Gibt's nicht. Na. Na also, geht doch. Was muss ich tun? Ja, okay, den Keim Kometen. Aber da muss noch was sein. Und erst dann geht's ab ins Ziel. Wir bleiben schon bei Area 1. Und das machen wir im nächsten Part. Ciao.